das sind ja unsere drei Freunde, die Waddle Dees. Ja, das stimmt, aber wir laufen an ihnen vorbei, denn da hinten können wir in das Hotel. Wir machen jetzt Urlaub im Hotel. Boah, cool. Urlaub im Hotel. Danach habe ich mich jetzt gesehen, nach so viel Anstrengung. Aber was gibt es hier zu entdecken? Katztastisch! Begrüßen wir euch zu einer neuen Folge von Kirby und das vergessene Land. Hier auf Katze. Heute geht es weiter zusammen mit Elgel in der Wüste, in Originis Wüste. Und da wartet schon die erste Welt auf uns. Das ist Die Wüste Wiege des Lebens. Ja, die Wüste Wiege des Lebens. Okay, dann ist Queen Grand Canyon hier. Ich war noch nie im Grand Canyon, aber so stelle ich mir das vor. Ja, so wüstentechnisch. Ja, auf jeden Fall. Da ist ein Wüstenfuchs. Ja, das ist ein Urkläffi. Ein Urkläffi. Die sind ein bisschen stärker als die normalen Kläffis. Würdest du die irgendwie anders nennen? Jetzt habe ich dir den Namen ja schon verraten, auch schon beim letzten Mal, aber Wüstenfuchs. Wüstenfuchs. Einfach Wüstenfuchs. Einfach Wüstenfuchs. So. Achtung, und, Achtung. Oh, da wartet eine Sandschlange. Ja. Warte. Hier gibt es theoretisch auch noch Zielscheiben. Die könntest du mit dem Entdecker abschießen. Ich glaube aber, ich habe den Entdecker gerade aufgepiekst mit meinem Igelhut. Ja, das stimmt, aber wenn du nach vorne läufst zu uns, ein bisschen Richtung Kamera, genau. Ah, guck, da ist er wieder. Warte. Oh. Hey, schön so angeschossen. Ja, und nein, die Schlange hat mich gefressen. Ah, nein, Hilfe, Hilfe. Hey, lass meinen Freund frei. Boah, danke schön für deinen Einsatz. Bitteschön. So, öffnen. Ich hätte gerne mal was zum Essen. Was haben wir hier? So, Kläffis. Wieder Wüstenfüchse. Ja. Und glaubst du, der... Na, okay. Ich wollte ihn eigentlich nicht schon abschießen mit meiner Kanone, aber ich wollte gerade fragen, ob du glaubst, dass der Bumerang hilfreich sein könnte. Der Bumerang ist an sich hilfreich, aber der Entdecker ist hier besser. Ja, okay, warte. Für den Abschnitt zumindest. Okay, Achtung und piu, piu. Piu, piu, piu. Achtung. Schalter aktivieren. Zack. Und rüber zum nächsten Abschnitt. Vorsichtig. Boah, was ist hier los? Hey, du startest in der lila Suppe. Ja, das ist Himbeersuppe. Himbeersuppe, cool. Die oder Johannisbeersuppe, wie auch immer. Alles aktiviert. Ja, und da gibt es nochmal was für uns. Warte. Wir müssen hier auf dieser großen Ebene 5 Kristalle einsammeln. 5 grüne Kristalle. Ah ja, dafür sind die Punkte da oben. Oder die Rauten. Okay. Ja. Dann gucken wir mal. 2 hätten wir schon mal. Aha. 3 fehlen aber noch. Da, was ist denn das? Das ist ein Sonnenfuchs. Wow. Da ist ein Wüstenfuchs. Achtung. Ja, Wüstenfuchs. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, nein, du meinst die Sandhaufen. Ja, nein, der schwebende Sonnenfuchs meinte ich. Ach so, das ist ein, ja, damals, ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ich habe sie damals Knacklion getauft. Knacklion? Wieso? Weil es ein Pokémon gibt, das so ähnlich aussieht aus der dritten Generation. Okay. Das entwickelt sich mal zu einem Libellendrachen. Zack, zack, und zack. Das heißt Knacklion. Aber ist kein neuer Gegner, den gibt es schon sehr, sehr lange in Kirby-Spielen. Ja, aber kommt nicht so oft vor. Okay, warte. Und Komm, wir müssen da nach oben. Hier gibt es einen Waddle Dee, den wir retten können. Oh, ja. Wenn du mit dem Fächer, also mit dem Ring, da nach oben kommst. Okay, warte. Du musst auf den Balken da oben springen. Ja, ich merke schon, warte. So, jetzt. Und hier hoch muss ich. Kann ich nicht die Leiter nehmen? Ah, nee, da kann ich ja nicht ausspucken. Nee, du musst hier hoch, guck mal, so wie ich. Ja. Und dann zack, darüber. Jetzt. Und nochmal weiter. Und ja, nochmal ein bisschen mehr Anlauf. Warte. Und weiter. Und jetzt springen. Genau. Und nochmal. Oh nein. Jetzt mach sie platt, So. Mit dem Ring. Zu. Das zieht super viel ab, wie du sehen kannst. Was machst du? Ich puste. Oh nein. Aber von hinten. Pusten geht doch. Und ich Ja, du sagst, ich soll nicht so reinpusten. Deshalb habe ich jetzt so gemacht. So, Überraschung! Eis, Überraschung! Dankeschön! Perfekt! Und da oben ist ein Waddle Dee, den können wir aber erst retten, wenn wir noch die anderen 2 grünen Kristalle gefunden haben. Ja, okay. Dann, hier ist eine Schatzkiste! Und eine Blaupause, Kristallidel-Blaupause! Sehr gut! Ich kann dir meine Igelfähigkeit auf Level 3 bringen, sozusagen. Soll ich die Eisfähigkeit, den Wirbel da nehmen? Nö, den brauchst du nicht. Also behalte erstmal den Ring, weil es gibt ja noch so Sandhaufen, wie hier zum Beispiel.
Die kannst du wegpusten. Ja? Okay, warte, erstmal hier. Boah. Ja, ja, alles mit der Zeit, alles mit der Zeit. Achtung, boah. Aber die Gegner auch wegpusten. So. Puh. Und. Puh. Hast du gesehen? Du kümmerst dich um den? Ja. Schön den Sand weggeblasen. Ja. Yeah. So. Boah, eine Konservendose. Lecker. Lecker schmecker. Zuerst Eis, dann Konservenfisch. Na, ja, alles, lecker. Was man finden kann. Boah. Hey. Nein. Okay, verstanden. Und Achtung. Tschüss. Ja, das sind diese Stahlträger, die hier nach unten fallen. Puh. Wieder ein Gegner besiegt. Ein und jetzt Wüstenfuchs. Ein Wüstenfuchs. Oh, und hier haben wir. Vorsicht, weg mit dem Heini. So, oh, ich dachte, es reicht fürs Windrad. Guck mal, und siehst du, das muss jetzt aktivieren, genau. Zweites Windrad musst du aktivieren. Ja, warte. So, das und das auch. Dritte Windrad. Und. Weg, Vorsicht, Vorsicht. Oh nein. So, und tada, wir kriegen wieder einen Kristall. Kristall. Achtung. Den schnappen wir uns. Jawohl, zack. Damit fehlt uns nur noch einer. Wir haben irgendwo mittendrin einen vergessen. So, einmal die Schlange weggepustet. Bist du bereit? Ja, oh nein. Hier, hier, Schatztruhe. Ja, wegpusten. Was ist da drin? Öffnen. Da war der Kristall. Na, sensationell. Und dadurch kommen wir zu diesem Waddle-Dee-Kumpel. Aha, wer ist es? Ja, das ist doch aus der letzten Folge noch Jonas, der verschleppt wurde. Stimmt. Oh, hier gibt's noch ein paar Münzen für uns. Jonas, wir retten dich heute wirklich. Jonas, wir kommen. Dubidai, dubidai. Dubidai, dubidai, dubidaba, dubidai. So. Warte mal. Ich überleg grad. Kriegst du den Sprung nochmal hin? Ja. Ja, hast schon richtig gemacht. Okay. Ich glaube, den Ring brauchen wir an der Stelle jetzt nicht mehr. Okay. Dann. Dann schnell zu Jonas. Jonas, wir sind gleich da. Ich überlasse dir den Vortritt, Kirby. Ja? Okay, dann aufgeschlossen und Jonas ist befreit. Yay, Jonas, willkommen in unserem Team. So, und dann für uns dürfen wir geht jetzt noch jetzt links weiter. Ja, zu den Stahlträgern. Mhm. Und dann zum Warpstern, der steht auch schon bereit. Oh, da, ja. Achtung, Achtung, da sind wieder Stahlträger. Und so, die Fässer haben wir mal zerschossen. Ja, und jetzt nach oben. Tiu. Und dann ab mit dir, auf zum Stern. Auf geht's. Kadabum, böhm. Okay. Jetzt geht's hier weiter. Achtung. Zack, 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 alle besiegen. Oh, vor dir, vor dir, vor dir. Oh, uiuiuiui. So. Alles in bester Ordnung. Noch. Jetzt gucken wir mal, wie lange das so bleibt hier. Achtung, jetzt ausweichen, ausweichen. Oh, das war knapp. Okay, ich sehe schon. Ausweichen und da fällt nochmal eins. Das sind wie so Tretminen. Oh, das ist ein Hammer. Nee, Tretminen nicht unbedingt. Ich meine, diese Stahlträger fallen dann herunter, wenn sie sehen, dass wir in der Nähe sind. Okay, ich habe gesehen, das war doch kein Hammer. Ach so, ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Nee, ich war so auf die ich sage schon Tretminen. Ich war so auf die Stahlträger fokussiert. So. Komm, komm, rüber. Aber jetzt schnell. Okay? 3, 2, 1. Oh, du läufst von... Oh, okay. Ja, warte. Ich habe die ausgelöst und jetzt können wir sicher rüber. Ja, ich dachte, du läufst schnell durch. So, jetzt siehst du hier auf dem Boden etwas. Warte, ja, was könnte das sein? Ich brauche irgendwas, was ich... wo ich mal reinspringen kann. Ja, komisch formuliert, aber ich glaube, du meinst es richtig. Ja, also ich brauche einen Hut oder so. Einen Kegel, um das zu öffnen. Ja, das meinte ich mit Hut. Aber da hinten liegt nur ein Ring. Ja, aber nimm den Ring mal, weil der wird noch wichtig sein. Okay, dann erstmal den Ring. Und mir fällt gerade ein, es gibt hier gar keinen Kegel. Du musst es anders öffnen. Und zwar hier auf der rechten Seite kannst du jetzt was mit dem Ring machen. Guck mal. Okay, dann gucken wir jetzt mal. Und erstmal. Piu. Ja. Puh. Und jetzt Achtung, guck mal, was passiert. Ah. Sehr gut. Aber erstmal die Schatztruhe aufmachen. Ja, da war eine Überraschung drin. Überraschung für uns. Und zurück. Eine schöne Sammelfigur. Aua. Dann voll darüber. Den See angeschlagen. Oh weh, oh weh, oh weh. Komm nochmal rüber. Mit vierten See. Oh, eine Schatztruhe noch. Und? Ein Waddle-Dee. Wen haben wir denn hier jetzt gerettet? Den Justin. Lieber Justin, willkommen zurück. Sehr gut. So. Dann geht's jetzt weiter. Hier Achtung, da kommen noch weitere Stahlträger. Ja, ich glaube, ich sehe den Schatten schon. Oh Gott. Hui, gerade noch ausgewichen, Achtung, das hatten wir hier gerade schon mal. Und rüber. Ich stelle mich so hin und pust. Und jetzt. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ah, ja. Oh, ein geheimer Bereich. Geheimgang. So. Gleich mal da reingehen. Gucken, was es da so Schönes gibt für uns. Okay, ich wollte erst noch den Sand wegpusten. So, jetzt gibt es hier ein Waddle-Dee, wenn du niemals in den Abgrund fällst. Einen extra Waddle-Dee. Okay. Okay. Entschuldigung. Nicht schlimm, nicht schlimm. Renn, Vorsicht. Oh, jetzt kannst du hier eine kurze Pause machen. Ja. Da ist kein Stahlträger. Oh.
Okay, und weiter. Ganz schön anstrengend hier. Jetzt aber wieder schnell. Ja, okay. Oh, okay, okay, okay. Und jetzt. Okay, warte. Und tschiu. Und weiter, weiter, weiter. Tschiu. Schnell, 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 schnell. Tschiu. Und die Kurve laufen zurück. Oh nein. Oh, boah. Boah, es war echt, echt knapp. Ja, es war echt, echt knapp. Und jetzt muss ich hier pusten. Und weg, 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 weg. Gut. Oh, sehr schön. Oh, Waddledi. Ja. Oh. Wen haben wir denn jetzt hier gerettet? Den Henry. Lieber Henry, willkommen zurück. Willkommen in der Stadt der Waddledees. Wir haben schon so viele Freunde von uns gerettet aus der Katzen-Community. Kann man gar nicht mehr zählen. Das ist wunderbar, das freut mich riesig. Wie Kirby einfach den Berg hochläuft und was so in der Horizontalen liegt. So. Ach so, weil als Ring meinst du? Ja, 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 bestimmt. Hey! Vorsicht! Was sind denn das für feuerspeiende Kakteen? Ja, das sind, wie heißen sie noch gleich? Diese Wasserpflanzen. Okay. Weißt du, wie sie heißen? Nee. Mir fällt gerade das Wort. Anemonen. Anemonen, genau. Feuerspeiende Anemonen. War das Feuer? Das waren eher so Funken, oder nicht? Ja, keine Achtung, Ahnung. Achtung, Schlange, Schlange. Ja, gut. Warte. So, weggepustet und. Und jetzt Achtung, Stahlträger. Und. Wow. Ja, fast perfekt ausgewichen. Fast. So, jetzt möchte ich dir ein Geheimnis zeigen, was ich der Katzen-Community leider noch nie gezeigt habe. Okay, Premiere. Hier ist das Ziel, ja. Aber wir können hinterm Ziel in das Hotel laufen. Wow, Hotelurlaub? Ja, mehr oder weniger. Oh, wie schön wäre das jetzt am Strand zu liegen oder am Pool, auf ja. der Liege. Das wäre toll. Lecker, lecker, gutes Essen, viel Entspannung. Und guck mal, jetzt sind wir im Hotel schon drin. Und da hinten gibt es einen großen Preis für uns. Großen Schatz? Einen großen Schatz, ja, wenn wir hier dieses kleine, ja, ich wollte schon sagen Quiz lösen, aber diese kleine Aufgabe. Schalter aktivieren. Aha. Und dann, keine Ahnung, was passiert. Ich mach's auch zum ersten Mal. Münzen sammeln. Komm runter, Achtung. Wir sammeln alles ein. Oha. Oh, wir müssen grüne Sphären einsammeln. Sphären? Ja. Smaragde, oder? Ja, Smaragde, Sphären ist so für mich der allgemeine Begriff. Den kannte ich bis heute noch gar nicht. Im Englischen sagt man auch meistens Gems. Gems? Wir sammeln Gems ein, also G-E-M-S. Gems, okay. Gems. Noch mehr Gems. Oh, nicht die Fähigkeit. Schlaffähigkeit? Und sei jetzt vorsichtig, du hast nur noch ganz wenig Energie. Ja, okay, zack. Mitnehmen, mitnehmen. Achtung, Achtung, Bumerang, Achtung. Ah, springen. Tut mir leid. Alles gut. Okay, so. Auf den ein neues. Nehmen wir mit. Nimm den Bumerangmann mit. Oh, oh, jetzt habe ich ihn besiegt. Und du schleppst einen Kleffi mit dir mit. Ja, zack. So, jetzt hast du sogar die Igelfähigkeit zerstört. Egal, hier brauche ich keine Fähigkeit, oder? Ah, doch, nicht wenn will. Der Bumerangboy nachher kommt. Egal, den kannst du ja einsaugen. Also ja, jetzt schnell alle Münzen einsammeln. Wui, 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 Münzen, wui, Münzen. Oh, Sphäre, Sphäre. Ja. Achtung. Und links und rechts alles einsammeln. Oh, Hauptsache, das war knapp. Hauptsache, wir verpassen nicht diese grünen Kristalle. Ja, das stimmt. Weil, wenn wir alle sammeln, kriegen wir nämlich den Zugang zu dem großen Schatz. Oh, ich habe versucht, die Kiste einzusaugen, aber es hat nicht so ganz geklappt. Ja, da muss man eher kaputt machen. Oh, Energie. Ja, aber jetzt kannst du nichts machen mit der Fähigkeit. Nein. Oh. Zum Glück hat der Bumerangmann dich geweckt. Der hat mich geweckt? Ja, aber ich dachte, ich fülle lieber mal meine Energie auf. Wow. Ja, aber doch nicht mitten hier auf dem Laufband. So, guck mal. Sensationell. Schön, oder? Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Das haben wir uns verdient. Oh, dicke All-Inclusive-Party. Das war wirklich eine All-Inclusive-Party hier im Hotel. Ah, Kurzurlaub in der Wüste auf jeden Fall. Und jetzt zum Roten Stern und dann zischen wir davon. Zu unseren drei Freunden, die wir jetzt befreien. Yes, die befreien wir jetzt. Achtung und... Wen haben wir denn da so Schönes? Zack, das ist auf jeden Fall mal eine Marie. Dennis und... Und der Mike. Marie, Dennis und Mike, willkommen zurück in der Stadt der Waddledees. Schön, dass es euch gibt. Ja, ich hoffe, ihr freut euch über eure Freiheit. Liebe Grüße an die Katzen-Community. Wirklich, theoretisch können wir jeden einzelnen von euch nennen. Und wir schätzen das sehr, dass ihr unsere Videos so gerne anschaut. Ja, und wie gesagt, gerne weiter kommentieren. Wer noch ein Waddledee sein will, soll es einfach in die Kommentare schreiben. Wir tun unser Bestes, dass jeder Waddledee benannt wird. Genau. Nach einem von euch. Okay, dann würde ich sagen, die nächste Stadt ruft nach uns, also das nächste Level. Und zwar hier links, das ist auch so ein, wie so ein Urlaubsort. Du musst dir vorstellen, wir haben jetzt unseren All-Inclusive-Urlaub
Und da sind wir auf der Hotelanlage. Mhm. Teilweise. Nicht komplett, aber teilweise. Okay, jetzt mal gucken. Wo geht's denn hier hin? Auf der Suche nach der Oase. Na, hoffentlich gibt's da was zu trinken, wenn wir die gefunden haben. Ja, das hoffe ich auch. Aber wie du sehen kannst, das ganze Wasser ist hier weg. Oh nein, jetzt hole ich mir erstmal hier einen Bumerang. Achtung. Ja, ja, schön. Jetzt. Ganz mutig nach vorne gelaufen. Sehr gut. Mach sie alle platt. So, okay. Gehen wir schon ganz forsch nach vorne. Achtung, Wüstenwuchs. Ja. Mach den Wüstenwuchs platt. So, bitteschön. Und geradeaus weiter. Da ist Bouncy. Bouncy? Bouncy, Bouncy. Was kann Bouncy? Gar nur bouncen. Nicht. Ja, okay. Der hat keine Fähigkeit. Oh nein. Also du hast auch schon alle Fähigkeiten gesehen. Okay, okay. Ich bin durch die lila Suppe. Nur eine gibt's noch, eine Vollstopferfähigkeit gibt's noch, die du noch nicht gesehen hast. Mhm. Die kommen aber erst ganz am Ende. Ganz am Ende. Und es gibt natürlich noch für deine Fähigkeiten Erweiterungen, die du noch nicht gesehen hast. Zum Beispiel deinen Bumerang kannst du nochmal erweitern. Ja. Dann mal gucken, dann müssen wir den Waffenhändler mal wieder besuchen. Ja, so, aber wir müssen auch seltene Steine sammeln. Oh nein, bitteschön, Schlange weg. So, da ist eine Überraschung. Wow, Überraschung. Nur für dich, Kirby. Dankeschön. Bitteschön. So, und zack. Hey, dein Bandana ist in der Wüste echt geschickt. Das schützt dich vor der Sonne. Ja, aber du hast auch einen schönen Helm. Ja, also mich schützt mein Hut. Also meine Kopfhaut gibt keinen Sonnenbrand. Das stimmt. Ich hoffe, ansonsten bist du gut eingecremt. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, wir haben uns hier noch nicht eingecremt. Und vor allem Kirby hat extrem helle Haut. Das stimmt. Hey, nein, der hat mich gefressen. Boah, Vorsicht. Hey. So, guck mal, hier gibt es einen Geheimgang zu einem Pool. Zu einem Pool? Ja. Boah, cool. Okay. Guck mal. Oh, da hinten eine Abkühlung. Und ich habe Waddle Dees gesehen. Ja, das ist ein Waddle Dee. Müssen wir retten. Oh nein. Sehr gut. Und. Ah, hing. So. Perfekt. Retten wir sie jetzt schon oder gehen wir zuerst hier noch ein bisschen essen? Ja, du könntest eigentlich mal diese Fähigkeit kurz einsaugen. Mhm. Weil dann gibt es einen extra Waddle Dee. Ja, okay. Und zwar, indem du hier einfach am Pool schläfst, gibt es eine kleine Belohnung. Rechts unten siehst du es dann auch. Aha. Das wird dann gleich dastehen. Und es ist, mach ein Nickerchen am geheimen Pool. Ah, cool. So, Mütze abgezogen. Meine Fähigkeit wieder Du warst so langsam. Toll. Aber egal, retten wir Lara. Lara, willkommen zurück. Herzliche Grüße an Lara. So. Dann haben wir hier noch eine Honigmelone und eine Münze. Und eine Limette, die ich gegessen habe. Die war ganz schön sauer. War das eine Limette? Ich dachte, das ist eine Honigmelone. Ach, für mich sah das aus wie eine Limette. Limetten sehen doch aus wie Zitronen, nur in grün. Ja, aber das hatte doch so eine Schalenstruktur, oder? Okay, wir fragen die Katzen-Community. War das eine Honigmelone oder war das eine Limette? Schreibt das in die Kommentare. Ich brauche ganz dringend eine Fähigkeit. Ja, wir schauen mal da drüben. Oh, guck mal. Oh nein! Hast du sowas schon mal gesehen? Nein, das ist ein lila Blob. Ein was? Ein Blob? Ein lila Blob. Ein lila Blob. So heißt der. Okay, aber jetzt bin ich mal gespannt, wie Glumat Blob schreibt. Ein lila Blob. Ein lila Blob. So, also, gehen wir auf den Stern. Weißt du, wie die Gegner heißen? Wie bitte? Weißt du, wie die Gegner heißen? Nein. Quaxicum. Quaxicum. Okay, also Quaxicum heißt bei mir lila Blob. Lila Blob. Lila Blob. Okay, die kann ich nicht einsaugen, wie Nein, wie heißen die Gegner? Das sind Starri-Stängel. Starri-Stängel? So. Starrelige Salzstängele. Oh, Salzstängel wären jetzt auch echt lecker. Ja. Oh ja, endlich, Bumerang. Oder Salzbrezeln. Oh. Oder eine richtige warme Brezel mit Butter. Oder eine Pizza. Ich weiß, super ungesund, aber darauf hätte ich jetzt auch Ab und zu ist erlaubt, aber wie kommst du von der Brezel auf eine Pizza? Weil du eine richtig warme und dann hatte ich sofort so Pizza im Kopf. Okay. So. Dann wollen wir darüber gehen und da kriegen wir, tada, ein Spielzeug. Super. Und weiter geht's. Hier auf der anderen Seite. Achtung. So. Hey, Achtung, das sind deine Stachelstängel. Die Stachelstängel. Stachelstängel. Stachelstängel, weg. Perfekt. Weg mit euch. Und da kommt gleich der, wie hast du den nochmal genannt? Lila Blob. Lila Blob. Lila Blob. Guck, der macht richtig, oh nein, hey, ich habe eine Fähigkeit verloren. Fähigkeit wieder eingesammelt und jetzt laufen wir einmal um den Lila Blob rum. Okay, warte. Der kann ja noch drauf spucken, hey. Ja, da ist aber nichts mehr, komm zu mir. Das ist ein richtig ekliger Gegner. Also eklig im doppelten Sinne, einmal weil der die ganze Zeit Blob macht.
und einmal, weil er richtig schwierig ist. Ja, aber du hast ein bisschen gebraucht jetzt. Komm mal hier runter schnell. Ja, okay. Hier ist es sicher. Und jetzt die Leiter hoch, Nein, hey. Okay. Hey. L-Girl, du musst jetzt ein bisschen vorsichtiger sein im Spiel. Ja. Oh, nein. Hoch. Da kann er uns nicht anspucken. Was für ein ekliges Monster. Da ist schon der nächste Kollege von uns. Der nächste Kumpel. Ich rette ihn. Okay. Wow. Das ist der liebe... Kai. Lieber Kai, willkommen zurück. Hallo Kai. Ich komme zu euch. So, und jetzt darüber. Und jetzt haben wir hier wieder für dich... Wie hast du das nochmal gesagt? Stachelstängel. Ja, nicht die Stachelstängel, sondern du magst diese Kuppel. Die erinnert Kuppeln. Dich immer an. Was nochmal? An Überraschungseier? Stimmt, Überraschungseier. Das war das. So, vollstopfen. Oh, ich habe mich draufgestellt. Und Achtung. Dann schön mal schütteln. Schüttel und rip. Dann können wir da runter. Okay, warte. Pool. Guck mal, wie mit unseren Schwimmreifen. Wie cool. Und jetzt darfst du gleich ein Rohr sein. Oh nein, das ist nicht meine Vollstopffähigkeit. Komm, das schaffst du. Boom. Sehr gut. Jetzt ist Timing gefragt, Elke. Ting. Wow. Und spring, Kirby, spring. Nein. Wow. Und jetzt im richtigen Moment springen, ich um die Bestes, Wand kaputt zu machen. Nein, es tut mir so leid. Alles gut, du hast es versucht. Aber irgendwie war es auch cool. Okay. Wir können nochmal einen neuen Versuch starten, aber lass uns einfach mal weiterlaufen. Okay, dann in den Geheimgang. Ja, und hier, haben wir es mit einem Maulwurf zu tun. Toll. Sei vorsichtig, du hast nicht mehr viel Energie. Hey, der hat mir meine Energie geklaut. Warte. Oh, das sieht knapp aus, Elke. Hey. Und jetzt ist da wieder der Blub. Oh nein, du wurdest erwischt. Toll. Werden wir das noch schaffen? Meine Lieben, bleibt katztastisch.